Zwischen Gonnesweiler und Bosen im Kreis St. Wendel begannen heute Nachmittag mit dem ersten Spatenstich die Bauarbeiten an dem Großprojekt Boostal-Stausee. Entsprechend der Bedeutung, die der See für die Strukturverbesserung dieses ländlichen Teils des Saarlandes haben wird, teilten sich gleich vier Persönlichkeiten den symbolischen Akt. Neben Landtagspräsident Dr. Hans Maurer führten Wirtschaftsminister Dr. Manfred Schäfer, der CDU-Bundestagsabgeordnete Werner Zeyer und der St. Wendeler Landrat Gerd Breit den ersten Spatenstich aus. Ende November dieses Jahres soll der 22 Meter hohe Staudamm fertiggestellt sein, um noch vor dem nächsten Winter mit dem Anstau beginnen zu können. Im Sommer des darauffolgenden Jahres soll der See bereits auf eine Fläche von 110 Hektar angestaut sein. Herzlich willkommen zu Sellemolz hier vom Boostalsee. Dieser wirklich wunderschöne See im Nordsaarland ist ja mittlerweile ein richtiger Touristenmagnet, hat auch eine schöne, gewachsene Infrastruktur. Aber das war natürlich nicht immer so. Viele erinnern sich noch an die Zeit, als es hier weder Rostwurstbuden noch Duschen noch Getränkestände gab. Dafür aber eine Menge Probleme, mit denen bei der Planung dieses sehr großen Projekts keiner gerechnet hatte. Die sanften Hügel der östlichen Hochwaldausläufer, satte Wiesen, wogende Felder. Dazwischen ein See, der so aussieht, als wäre er hineingemalt worden. Wer käme angesichts der Idylle auf die Idee, dass vor 4 Jahren hier noch kein Tropfen Wasser in Sicht war? Doch seit Mitte Juni, als das Stauseeprojekt Boostal für die Öffentlichkeit freigegeben wurde, tummeln sich in der einstigen Abgeschiedenheit Wochenenderholer, Wassersportler und Wanderer zuhauf. Das Wasser, gleich ob es schon seit Urzeiten da ist oder erst von Menschenhand angestaut werden musste, es verfehlt auch hier nicht seine magische Anziehungskraft auf den entspannungsbedürftigen Menschen. Dies war eine der Grundüberlegungen, die zur Realisierung des Projektes führten. Bis es jedoch soweit war, war der Boostalsee einige Male für Schlagzeilen gut. Zuerst jammerten die Sportsegler, dass er für ihre Zwecke zu klein sei. Dann war plötzlich der Damm undicht. Und in Gonnesweiler hinter dem Damm standen die Leute schon in der Schwimmweste am Tresen. Kurz vor der Fertigstellung platzte auch noch das Abwasserrohr, das durch den See führt. Da verwundert es nicht, dass sich zu der einst veranschlagten Bausumme von 10 Millionen noch ein paar mehr hinzugesellt haben. Kein Wunder auch, dass sich bei diesem massiven Kapitaleinsatz auf einem bestimmten Punkt anderswo im Kreis Unmut breit machte, weil man sich benachteiligt fühlte. Doch nun ist der See da und dicht ist er auch. Die Querelen sind nicht aufgehoben, aber erst einmal aufgeschoben. Der Blick ist nach vorn gerichtet. Die Anliegergemeinden Neunkirchen an der Nahe, Gonnesweiler, Eckelhausen und Bosen beginnen sich auf ihren neuen Nachbarn einzustellen. Allein Bosen als Zentrum des neuen Seereviers hat schon 100 Hotelbetten und fast ebenso viele Privatquartiere anzubieten. Überdies sind die Ortsvorsteher bemüht, die vernachlässigten Winkel etwas aufzupolieren und auch aus den Ortskernen ein optisch attraktives Angebot an die Gäste zu machen. Das Boostalgebiet rüstet sich zu seiner ersten Touristensaison, deren Gestaltung jedoch nicht dem blanken Zufall überlassen werden soll. Wir wollen natürlich erreichen, dass insbesondere während der guten Jahreszeit im Wesentlichen hier Fremdenverkehr stattfindet. Und zwar nicht nur aus der unmittelbaren Umgebung, sondern aus dem europäischen Raum, insbesondere aus dem westeuropäischen Raum. Und wir haben mit der Touristikunion International und mit Touristikunternehmen in Holland und Belgien bereits Verbindung aufgenommen und dort laufen bereits Werbemaßnahmen. Bislang beleben hauptsächlich die Wochenendausflügler das Bild am See. An heißen Sonntagen tummeln sich bis zu 10.000 Menschen rund um den See, obgleich längst noch nicht alles fertiggestellt ist. Betriebsbereit sind lediglich die 2 Segelhäfen und der Tretbootsteg. Ansonsten wird noch kräftig gebuddelt. Die sanitären Anlagen der 2 Badestrände, der Campingplatz, der Rundwanderweg sowie eine Eislaufhalle und ein Wellenhallenbad warten noch auf ihre Fertigstellung. Auch die Künstler haben sich lauthals zu Wort gemeldet und auch Gehör gefunden. Während der Bauarbeiten am See war die Bosener Mühle eine Art Kommandozentrale.
Sie soll nunmehr unter der Obhut einer eigens gegründeten Arbeitsgruppe der Sparten Bildende Kunst, Literatur, Musik und Theater zu einem kulturellen Zentrum umgebaut werden. 350.000 D-Mark stehen dafür schon zur Verfügung. Auch das Akkordeonorchester Bosen, das uns am Bootssteg ein Abschiedsständchen spielt, wird dann, wie alle Kunsttreibenden im Kreis, von dieser Einrichtung profitieren können. Es ist nicht zu übersehen, der Boostalsee beginnt langsam Wellen zu schlagen. Heute ist der See aus der Region nicht mehr wegzudenken. Aber wir sehen auch, dass Großprojekte teurer werden als gedacht, ist nichts Neues bei uns im Saarland. Und auch nicht, dass Wasser dabei eine entscheidende Rolle spielt. Hier am See, da sorgte ein defektes Abflussrohr in den 70er Jahren für einen Großeinsatz des Katastrophenschutzes. Alarmstimmung am Boostalsee. Seit gestern Nachmittag fließt Seewasser aus der Abwasserleitung, die von den Ortsteilen Eckelshausen und Bosen durch den Stausee zur Gemeinde Nohfelden führt. Heute Nachmittag trafen Taucher der Bundeswehr am Boostalsee ein, um den Schaden in den Abflussrohren zu suchen. Am frühen Abend, inzwischen hatte der See bereits 20 cm Stauhöhe eingebüßt, gelang es, den Bereich einzugrenzen. Also ganz schön viel Wasser, muss man sagen. Wobei die Menschen hier in der Region, die haben echt einiges an Aufregung erlebt. Alleine zwei Flugzeugabstürze, einen davon gerade mal 300 Meter Luftlinie hier von der Staumauer entfernt. Und die Flugzeuge sind noch nicht einfach irgendwo im freien Feld abgestürzt, sondern mitten in bewohntem Gebiet. Dass da niemand ums Leben gekommen ist, das kann man zu Recht als Wunder bezeichnen. 18. August 1978. Ein Starfighter der kanadischen Luftwaffe stürzt in Obertal im Kreis St. Wendel ab. Mehrere Häuser werden beschädigt, drei schwer. Glücklicherweise wird kein Bewohner ernsthaft verletzt, der Pilot rettet sich per Schleudersitz. 9. August 1979. Im Lebacher Stadtteil Thal-Exweiler stürzt eine amerikanische Phantom auf eine Scheune. 12 Häuser werden teils schwer beschädigt, 3 Anwohner erleiden leichte Verletzungen. Pilot und Beobachter haben Glück, sie können noch rechtzeitig abspringen. 17. August 1979. Wieder ist es eine Phantom der amerikanischen Air Force, die im Nohfeldener Ortsteil Gonnesweiler abstürzt. Und wieder Glück im Unglück. Unter den Anwohnern gibt es nur einen leicht Verletzten. Die zweiköpfige Besatzung kann sich mit Schleudersitzen und Fallschirmen in Sicherheit bringen. Aber wiederum werden zahlreiche Wohnhäuser durch den Flugzeugabsturz beschädigt, den dritten innerhalb eines Jahres im Nordsaarland. 100 Meter von der Absturzstelle in Nohfelden, Gonnesweiler, liegt der Boostalsee, die größte Freizeit- und Erholungsanlage im nordsaarländischen Fremdenverkehrsgebiet. Die idyllischen Ansichten, die sich hier bieten, täuschen. Nicht nur die Einheimischen, auch die Urlauber fühlen sich durch Militärflüge belästigt, sind verärgert und haben Angst. Dazu Peter Klein, Verwaltungsleiter der Freizeitanlage Boostalsee. Wir haben zwar am vergangenen Wochenende keinen Rückgang der Besucher zu verzeichnen gehabt. Es wird aber sicherlich so sein, dass vor allen Dingen der Tourist den Boostalsee und diese Region meiden wird, weil er hier andauernd durch diesen Fluglärm und insbesondere durch die Tieffliege belästigt wird. Und vielleicht auch Angst hat, dass er selber mal in einen Unglück verwickelt werden könnte. Selbstverständlich. Der letzte Vorfall in der Nähe des Boostalsees bei Gonnesweiler hat die Leute sicherlich darauf hingewiesen, dass man hier Angst haben muss. Millionenbeträge sind von Bund und Land, von Kreis und Gemeinde, aber auch privat in Fremdenverkehrseinrichtungen investiert worden. Und Nohfelden ist auf die Einnahmen aus dem Tourismusgeschäft angewiesen. Wie verträgt sich dies mit Belästigungen und Gefahren durch Militärflüge? Bürgermeister Hermann Scheidt. Es ist völlig ausgeschlossen, wenn man auf der einen Seite ein Gebiet fremdenverkehrspolitisch entwickeln will, andererseits Maßnahmen zulässt, die fast zu einer Zerstörung dieses Bemühens führen. Ich hatte heute Morgen zum Beispiel einen Anruf einer Familie aus Baumholde, die über 3 Wochen einen Erholungsaufenthalt auf dem Campingplatz am Boostalsee hatte. Diese Familie hat mir eindeutig mitgeteilt,
dass es für Sie völlig ausgeschlossen sei, künftighin den Campingplatz am Bostalsee zu benutzen. Mit am meisten fühlen sich die Camper am Bostalsee den Lärmbelästigungen und den Gefahren eines eventuellen Absturzes ausgesetzt, denn Zelte und Wohnwagen sind weder schalldämpfend noch massiv. Platzwart und Dauercamper meinen: Die Leute haben Angst zum Teil, ja. Und beschweren sich auch bei mir, natürlich bei mir an der falschen Adresse. Wenn man überlegt, dass hier Leute, die Erholung suchen und dafür im Jahr 850 D-Mark bezahlen und werden tagtäglich von den Tieffliegern quasi belästigt, von morgens bis nachmittags, so würde ich das sagen, ist es im Großen und Ganzen sehr schlecht, dass man von Seiten der Regierung hier nicht einmal einschreitet und was dagegen unternimmt. Nämlich innerhalb der letzten Zeit die 3 Abstürze und die 2 kurz hintereinander, das gibt doch zu bedenken, dass es doch hier ein bisschen gefährlicher wird als vorher. Und vor allen Dingen in der Woche auch nachmittags bei dem Flugbetrieb, wenn die Kleinen, zum Beispiel wie er hier am Sandkasten jetzt spielt, plötzlich durch den gewaltigen Lärm, also durch den Knall erschreckt wird. Also das bleibt nicht ohne Folgen manchmal. Auch in der Gastronomie um den Bostalsee ist man nervös und verärgert. Zu den Belastungen durch ständigen Fluglärm hat sich nach dem jüngsten Absturz auch Angst gesellt. Dazu Brigitte Weingärtner, Hotelinhaberin aus Bosen. Wenn man daran denkt, dass die Leute noch so ein Glück gehabt haben, dass der Pfleger inzwischen den Häusern niedergegangen ist. Also jedes Mal, wenn jetzt ein Pfleger bei uns übers Haus fliegt, dann macht jeder schon Scherz darüber, obwohl es nicht so lachhaft ist. Jeder macht Scherz darüber und sagt, der Pfleger könnte bei Ihnen auch reinfliegen. Also Angst ist schon so ein bisschen da, obwohl man nicht denkt, dass was passiert. Militärische Übungsflüge, so betonen die Verantwortlichen, müssen aus verteidigungspolitischen Erwägungen sein. Aber andererseits, wer macht schon gern Urlaub, wo Flugzeugturbinen heulen und Maschinen vom Himmel fallen? Ich komme ja hier aus der Region und habe natürlich viele schöne Kindheitserinnerungen an den Bostalsee. Und was ich noch ganz genau weiß, ist, dass wir als Kinder immer super beeindruckt waren, wenn die Heißluftballons gestartet sind, hier vom Strandbad und aus der Umgebung. Das ist schon ein eher ungewöhnliches Hobby, da muss man viel Geld in die Hand nehmen, muss auch viel Zeit investieren. Aber es gab und gibt am Bostalsee auch immer Sportmöglichkeiten für jedermann. Wir haben hier mal eine kleine Sammlung. Um 6.30 Uhr sind die ersten Ballone schon über dem See. Der Wettbewerb hat 2 Kategorien. Bei der Fuchsjagd startet ein Ballon 15 Minuten vor den anderen, die ihm bei der Verfolgung so nah wie möglich kommen müssen. Beim Fly-In suchen die Piloten einen Startplatz 5 Kilometer vom Festgelände entfernt, um es zielgenau anzufahren. Glück ab heißt es bei den Ballonfahrern, obwohl es ja eigentlich aufwärts geht. Die Verfolgerautos versuchen immer in Sichtkontakt zu ihrem Ballon zu bleiben. Sie sammeln Technik und Team am Landeplatz wieder ein. Nach dieser etwas heftigen Landung folgt die klassische Ballonfahrertaufe für Erstflieger. Ein paar Haare abbrennen und mit Bier löschen, da muss man durch. Das Objekt der Begierde, der Wanderpokal des Edelsteincups. Fast 50 Optis aus ganz Deutschland wollten ihn haben. Und die Jagd begann, auch mit Kamera und schnellem Boot. Nummern suchen, Positionen finden, gar nicht so einfach. Er fuhr als erster durchs Ziel, wie schon im vergangenen Jahr, Lukas Merz aus Nürnberg. Lukas hatte bei dieser Regatta alles richtig gemacht. Opti, eine olympische Klasse, die weltweit gesegelt wird. Das Boot, 3 Meter lang, 35 Kilo leicht, 3,5 Quadratmeter Segelfläche. Der 15-jährige Matthias Stroh aus Bosen. Seit 7 Jahren sitzt er im Optimist, wechselt jetzt in die Laserklasse.
Laser, ein schnelles Ein-Mann-Boot, geeignet nur für Einzelkämpfer, und das ist Stroh. Eigentlich wollte er den Cup bei seinem letzten Wettbewerb an die Saar holen, aber es klappte nicht. Nur Platz 12. Die saarländischen Teilnehmer boten der starken Konkurrenz Paroli und landeten allesamt im Mittelfeld. So auch Daniel Müller aus Bosen. Bestes Segelwetter. Die Boote legten eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 3,1 Knoten vor, bei Windstärke 3. Der kleine Jan Staudt aus Bosen. Wer ein wirklich guter Segler werden will, fängt so etwa mit 7 Jahren an. Nach dieser Edelstein-Regatta können die saarländischen Optis optimistisch in die Zukunft blicken. Sie segelten voll im Wind. Mittlerweile ist der Bostalsee ja überregional bekannt, wenn auch nicht ganz so bekannt wie die Frau, die in diesem Ort hier aufgewachsen ist und 1982 den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson gewonnen hat. Das, was heute der Eurovision Song Contest ist. Nicole. Leider dürfen wir aus rechtlichen Gründen keine Bilder von dem Wettbewerb damals zeigen. Dafür aber von allem, was drumherum los war, hier in Neunkirchen vor allen Dingen, als klar war, Us Nicole hat gewonnen. Ja, ich kann es noch gar nicht fassen. Ich hab's einfach gesungen und auf das Ergebnis gewartet. Wir haben da gesessen und so gezittert. Und als wir dann gewonnen hatten, das hat man ja gesehen am Bildschirm. Kurz nach 23 Uhr am Samstagabend stand das Ergebnis fest. Der deutsche Titel war mit großem Abstand vor Israel und Belgien Sieger geworden. Für Nicole ein Riesenschritt auf der Treppe nach oben. Der Heimatort der 17-jährigen Nicole Holoch, Neunkirchen an der Nahe, unweit des Bostalsees. 800 Einwohner hat der Ort, aus dem die Schülerin auszog, die Welt des Schlagers zu erobern. Die vielen Autofahrer, die gestern in der Nahestraße an der Hausnummer 8 vorbeifuhren, ahnten wohl nicht, dass hier die Siegerin von Herrogate wohnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. In Neunkirchen am Bostalsee war ihr Sieg natürlich am Sonntag das Gesprächsthema Nummer 1. Das 1000-jährige Neunkirchen hat schon viele Festtage erlebt und viele freudige Ereignisse, aber keines dieser Art. Und wir wünschen unserer jungen Mitbürgerin viel Glück auch späterhin in ihrem musikalischen Bereich und in ihrer gesanglichen Tätigkeit. Ich darf sehr zum Ausdruck bringen, dass die gesamte Bevölkerung Anteil nimmt an diesem beachtlichen Erfolg. Und ich sage das eine, wir sind alle außerordentlich glücklich über Sie. Zu Hause am Bildschirm erlebten die Familienmitglieder, die nicht mit in Herrogate waren, das große Ereignis. Wie die Sendung rum war, da ist nachher die ganze Jugend aus dem Dorf, ich will nicht sagen die ganze Jugend, aber viele waren es, ne? Die kamen hierher und haben dann geschreit und gejohlt und gejubelt. Ne? Nicole für Deutschland haben sie alle geschreit. Ne? Na, was habe ich willen machen? Da habe ich mir die erste Kaste Bier aufgeholt, ne? Und habe eine Flasche Schnaps hingestellt. Na ja, wie sofort war, da war alles leer. Oder es waren sogar 2 Flaschen. Ja. Und noch Sekt haben sie getrunken. Ich habe sehr die Daumen gedrückt. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und die ganze Zeit die Daumen gehalten. Hoffentlich jetzt gewinnt sie. Und wir wussten ja nicht ganz genau. Ich habe schon getippt, 2., 3. Platz, aber ich wusste nicht so genau. Und nachher, als dann die Punkte vergeben worden waren und dann als erstes 12 Punkte. Und dann war schon direkt Jubeltrubel hier los. Und nachher, also Luxemburg, aber keine Punkte. Und dann habe ich zuerst mal gestutzt gehabt. Ich wusste gar nicht. Das war so ganz komisch. Und nachher ist dann wieder bergauf gegangen, das ist wieder gegangen. Die Videoaufzeichnung wird sich die Familie sicherlich noch dutzende Male ansehen. Morgen Abend soll Nicole in ihrem Heimatort einen großen Empfang bekommen. Der Grand Prix-Sieg von Nicole lag noch in der Zukunft, als der Ort Bosen sein 1000-jähriges Bestehen gefeiert hat. Das war 1978. Als Busena war der Ort 1000 Jahre zuvor zum ersten Mal urkundlich erwähnt worden. Das muss natürlich gefeiert werden, ganz klar. Aber dieses Fest, von dem erzählt man sich in Bosen heute noch. Lustig ist das, sich doch in alle Lebenszeit.
1000 Jahre Bozen, meine Damen und Herren. Hier ist man einmal nicht den Weg eines Festzuges gegangen. Hier hat man den alten, traditionellen, sogenannten freien Petermarkt wieder aufleben lassen. In alten Berichten aus dem Jahre 1623 heißt es, dass hier auf dem Markt zwar eine strenge Marktordnung herrschte, dass die Sitten streng waren, dass aber trotzdem gesungen, gejohlt und gut gegessen werden durfte. Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, ist eine sogenannte Lunenschmiede, ein uraltes Handwerk. Die Lunen sind jene Narben, die in Räder gesteckt werden, damit die Räder der Wagen nicht herausrollen. Und es war zu früheren Zeiten ein ganz böser Streich, wenn man eine Rune herausgenommen hat. Stimmt das? Ja, es ist also so, zur Zeit des Kaisers war es also so, dass man einen eigenen Lunenknecht hatte und der musste um die Kanone oder um das Fuhrwerk rumgehen und gucken, dass alle Räder durch die Lunen gesichert waren. Spaß, meine Damen und Herren, macht natürlich auch das Korbflechten aus Weiden, wenn man es kann. Ich darf mich einen Moment hinsetzen. Wenn man es kann. Wenn man es kann. Das kann man nicht lernen, das muss man kennen. Das muss man können, das ist ein Talent. Angeboren, genau wie das Kartspiele. Das ist richtig. Ist denn im Moment eigentlich die richtige Zeit für die Weiden? Nein, die richtige Zeit ist im Januar oder Februar. Warum? Die habe ich ein bisschen im Keller unter Wasser legen. So schwer sie schon trocken, wird die Tiere. Und dann brechen sie. Aha. Es ist also besser, direkt nach dem Frost die Weiden zu schneiden? Genau, nach dem ersten Frost soll man die Weiden schneiden, das 4-5 Wochen liegen lassen und dann flechten. Aha, wie lange brauchen Sie denn für einen Korb? Normal, wenn ich ihn in Ruhe gelassen werde, 2 Stunden. Ja, so ein Markt wie der Petermarkt war früher ein Mittelpunkt für die ländliche Bevölkerung. Aber nicht nur, um die täglichen Bedürfnisse praktisch zu befriedigen, sondern auch, um Informationen auszutauschen, um einfach das Neueste aus dem Nachbardorf oder aus anderen Gegenden zu erfahren. Ihre Vorfahren waren, glaube ich, auch schon auf dem Petermarkt hier gewesen. Wann war das? Wissen Sie das genau? Ja, vor 400 Jahren. Vor 400 Jahren. Und was kosten bei Ihnen denn heute die Eier hier? Die kosten 25 Pfennig, das Stück. Wissen Sie, was? Ganz frisch gelegt. Wissen Sie, was das damals gekostet hat? Nein, das weiß ich nicht. 1 Pfennig, dieses Ei. Um es allerdings in die richtige Relation zu setzen, muss man dazu sagen, dass ein Handwerker damals auch nur etwa 16 Pfennig am Tag verdient hat. Sie haben ja allerlei dabei, Gänse auch. Ja, Gänse, Enten, kleine Hähnchen. Und Schweinchen haben wir noch, Häschen, was haben wir da noch? Ja, und dann die Legehühner und die Pillet, die normale Pillet, also die sind noch nicht legereif. Ja. Wie oft machen Sie denn das? Gehen Sie heute noch auf den Markt? Das mache ich nur heute und das aus der Tradition heraus, weil die Vorfahren die Hahneketz, Hahnepitz und Hahnesüße waren. Ja. Ja, und das frische Bauernbrot, das Sie hier schneiden, ist das auch selbst gebacken? Jawohl, das selbst gebacken im Steinbackofen drin. Ja, und was machen wir auf das Brot drauf? Lattwerch. Gibt es da eigentlich ein Geheimrezept? Oh ja, dann nehmen wir Zwetschgen. Die werden dann im Kessel weich gekocht. Und wie Sie sehen, dadurch das Sieb gedrückt, da bleiben die Steine übrig. Und wenn das dann durchgedreht ist, dann kommt die Masse wieder da in den Kessel und dann kommen die Gewürze hinzu. Also meine Großmutter hat das früher auch gekocht. Ich kann mich da noch ganz schwach erinnern. Und ich weiß nur noch, dass das ja, Stunden oder fast tagelang kochen musste. Ja, von morgens bis abends. Früher war es in den Dörfern doch so, dass ein richtiges Volksfest draus wurde. Dass man da, wenn Lattwerchzeit war, Lattwerch kochte, dass da tagelang gerührt und gerührt wurde. Ja, das gibt es auch noch. Ja. Welche Gewürze kommen denn da dran? Muskatnuss und Sternanis macht den Wettchen Lattwerch süß. Ah, ja. Da gibt es also nicht, dass die eine Familie den Lattwerch so kocht, die andere so kocht. Gibt es verschiedene Rezepte in dieser Gegend oder Lachse, wie man auch sagt? Ja, die gibt es auch, aber Muskatnuss und Sternanis, die kommen doch meistens mit rein. Ja. Ja, jetzt haben wir so viel davon gesprochen, kann man das mal versuchen? Dankeschön. Die Sommer am Bostalsee, die sind ja mittlerweile durch den Tourismus so eine richtig internationale Sache. Vor allem viele Amerikaner kommen ja gerne hierher. Wobei die natürlich nicht aus den USA anreisen, sondern von der Airbase in Baumholder oder in Ramstein kommen. Früher waren hier hauptsächlich ortsansässige Sonnenanbeter. Und an einem Tag im Jahr hatten die dann alle italienische Wurzeln, an der Festa Italiana. Damit verabschieden wir uns heute hier bei Sellemolz. Ihnen einen schönen Feiertag und bis bald. Tschüss!
Im Sommer 93 stand er bereits auf der Bühne am Bostalsee und schmetterte seine Hymne an Sonne, Sand und Meer. Gino Castelli, der ein Studium der Wirtschaftswissenschaft abgeschlossen hat und in Hamburg lebt, machte den Auftakt zur Festa Italiana. Diesmal kein Vorprogramm mehr mit Kinderkasperle, sondern gleich ran an die italienischen Schlagerstars. Castelli als Stimmungsmacher, genau die richtige Wahl. Bei ihm darf noch getobt und geschrien werden. Dann beim langlockigen Barden ist eher Ehrfurcht angesagt. Angelo Branduardi. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare. Si può fare, beim Publikum bekannt als Titelsong der ARD-Fernsehserie Alles Glück dieser Erde. Glücklich auch die Zuhörer am Bostalsee. Eine 60.000 Watt Tonanlage ließ den lyrischen Sound noch im letzten Winkel erklingen. Si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Ein Geheimnis seines Erfolgs, die Anklänge an italienische Volksmusik und alte Tänze wecken Sehnsucht nach einer heilen Welt. Also am besten heute Abend gefällt mir hier, dass der Angelo Branduardi gespielt hat. Das war echt stark und also der Überblick über den See, das war alles. Also das Ambiente heute Abend ist echt super. Das erste Festival war ein Experiment, das zweite die Bestätigung. Auch Saarländer sind Fans von italienischer Musik. Die Rechnung mehr Stars, mehr Publikum ist aufgegangen. Fast 8000 Besucher trotz Sommerferienzeit. Ich stehe sehr gern zu Rockkonzerten und tanze sehr gern. Daher liebe ich es, wenn die Musik etwas fetziger ist. Bisher war sie also noch nicht so lebhaft. Das vermisse ich bis jetzt. Aber ich hoffe, dass im Laufe des Abends in der Nacht dann sich das steigert. Und ob sich das steigerte, stolz auf den Erfolg, Erfinder der Festa Italiana. Also es hat große Mühen gekostet, weil diese Stars gerade in dieser Saison die ganz italienische bekannte Strände abklappern und keine Zeit haben, im Ausland Konzerte zu geben. Aber die Veranstalter haben es geschafft mit großer Mühe. Und einige sind schon unterwegs, weil sie in Italien schon in Verona und anderswo auftreten. Im Vorjahr bereits gehabt, Manager, die Fernsehaufnahmen vom Superstar auf der Bühne untersagen. Also wieder rein ins Zelt zu Toto Cutugno. Seit Jahren, sagt er, gebe ich in der ganzen Welt Konzerte. Und wenn ich in Deutschland oder anderswo außerhalb von Italien auftrete, dann ist mir das eine besondere Freude, denn ich weiß, wie sehr all unsere italienischen Landsleute auf uns warten. Südländische Sommerhitze und Festa Italiana. Das Saarland ist dem Mittelmeer ein Stück näher gekommen.